Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch das Luna Bundle von Shakusa. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Luna von Shakusa, das Ganze am 31. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist noch gar nicht so lange her, vor 3 Monaten etwa, im April, erschien das letzte Album Heavy Rain und direkt danach, wie gesagt, 3 Monate hat es gedauert, kommt nun Luna. Also sehr, sehr kurze Intervalle hier, was die Releases bei Shakusa betrifft. Wir haben hier ein Bundle, bestehend aus dem Album an sich, Luna im Digipack. Dann haben wir zum zweiten ein Shirt mit dabei. Und als dritten Boxinhalt, Bundleinhalt, gibt es hier ein Poster. Ja, das Ganze war exklusiv über Distributions zu bestellen. Und wenn man bei Distributions bestellt, dann bekommt man auch immer noch ein paar Sticker dazu. Also ich glaube, der hier ist immer standardmäßig dabei und die anderen, die variieren immer so ein bisschen. Ja, also in diesem Fall waren die beiden Sticker noch bei mir dabei, zum letzten Release hier von Sadichent XO Planet. Aber ja, da können bei euch natürlich auch andere dabei sein. Gut, wir werden mal das Shirt hier aus der Folie holen. Schauen wir uns das Bundle mal an. Wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich. So, also das ist es, Luna von Shakusa. Wir haben hier auf dem Cover so Prismen, so Dreiecke aufgezeichnet, die hier scheinbar vor dem Mond stattfinden. Also Luna ist ja auch der Mond. Dann lesen wir hier auf der Seite auch wieder Shakusa Luna. Und auf der Rückseite auch nochmal. Ja, also alles hier rund um das Thema Mond. Dann haben wir hier eine Tracklist mit insgesamt 14 Tracks. Und wir haben Features hier mit dabei von Sascha, Mark Sloan und Dadi. Und was besonders spannend ist, das Album ist so gesplittet. Und zwar, hier sehen wir es, es beginnt hier mit dem Intro hell. Und dann hier geht es weiter mit dem Intro dunkel. Also es zeigt so die zwei Seiten von Shakusa. Einmal so die nachdenkliche, die deepere Seite und einmal so die bisschen ja, aggressivere, die etwas Punchline-lastigere, etwas Battle-mäßigere Tracks. Ja, dann haben wir einen Barcode, das Shakusa-Logo, den Schriftzug und natürlich die Website. Das Ganze ist erschienen über Mehr als Musik und so sieht das Ganze von innen aus. Also wir haben hier die Stadt, es dürfte wohl New York sein, rein so von den Häusern. Dann haben wir hier auch noch Shakusa abgebildet. Das zieht sich jetzt so durch das Design. Booklet haben wir hier leider keines und es sind auch keine Infos hier mit reingedruckt irgendwie in der Innenseite. Schade. Dann kommen wir mal zur CD. Die sieht so aus. Shakusa Luna und darunter auch nochmal die Website. Und ja, hier sehen wir wie gesagt die einzelnen Hochhäuser. Ich glaube es ist New York. Gut. Machen wir weiter mit dem Shirt. Das Shirt ist in Schwarz und wir haben es hier zu tun mit dem Cover wieder. Also auch wieder hier diese Abbildung hier mit dem Mond und den Dreiecken plus dem Shakusa und Luna Schriftzug. Ansonsten hier alles in Schwarz mit so ein paar grauen Linien. Rückseite blank schwarz, wie wir sehen können. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe M. Die Größe konnte man frei auswählen. Ich habe mich für M entschieden. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und kommen zum dritten und letzten Bundle-Inhalt, beziehungsweise zum vierten, wenn man die Sticker dazu zählt. Und zwar ist das hier ein Poster. So, was wir schon sehen können, das Poster ist einseitig bedruckt. Und auch hier haben wir das Cover drauf. Also, im Hintergrund, jetzt wirklich deutlich zu sehen, die Häuser wieder, natürlich der Mond und die Dreiecke plus die Schriftzüge. Ja, also das Covermotiv hier mehr oder weniger nochmal im Hochformat.
Rückseite, wie gesagt, blank-weiß. Größe müsste A2 sein. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir das Album an sich, Luna, im Digipack mit 14 Tracks und 3 Features. Das Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Und dann noch die 3 Sticker hier, die es noch zusätzlich gab. Ja, all das in diesem wunderbaren Bundle, Luna von Shakusa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shakusa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.